Ahoi, liebe Campingfreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ihr habt es im Thumbnail gelesen und wir wollen mal klare Worte dazu packen. Wenn es nämlich keinen Spaß mehr macht, dann sollte man eigentlich aufhören. Und darüber wollen wir mit euch jetzt reden, weil macht es uns gerade Spaß? Nö. Und wann geht's los? Nach dem Intro. Ein bisschen behalten tun wir noch was. Genau. Bevor die Kommentare kommen, das größte Mimimi kann so sein, dass es ein Mimimi ist, aber eigentlich möchten wir mal doch klare Worte fassen, weil wir ein Hobby bedienen, was uns vor Schottland eigentlich immer großen Spaß gemacht hat. Ja, da, auf und nieder, das kennt ihr, das haben wir auch schon gehabt, man weiß ja manchmal nicht, wie es weitergeht, aber man muss sagen, nach Schottland oder auch in Schottland hat sich so einiges bei uns getan, wo wir uns wirklich die große Frage stellen, ja, was soll das eigentlich alles? Und darüber wollen wir einfach mal mit euch sprechen. Also wir sprechen, ihr dürft zuhören. Anders geht's ja ehrlich, wir machen ja keinen Livestream oder so. Könnt aber gerne Kommentare hinterlassen. Ihr könnt gerne Kommentare hinterlassen. Ja, worum geht's eigentlich? Also das YouTube selber macht uns noch Spaß. Also so ein Camper-Update, Technik-Videos, also euch wirklich was an Mehrwert irgendwie, also aus unserer Sicht Mehrwert euch zu bieten, das macht uns weiterhin Spaß. Und darüber reden wir nicht. Wir reden über etwas, was die meiste Zeit kostet, wo wir aber leider die geringste Interaktion haben. Genau, also Zeit, wenn man jetzt das so sieht, dass man das Ganze natürlich im Prinzip so macht, dass man dann im Prinzip den Aufwand dann dagegen rechnet und sagt, jo, das sollte sich dann natürlich rentieren oder wie auch immer, das tut es definitiv mal 0,0 gar nicht. Sowieso bei den meisten nicht, aber das ist jetzt wirklich sehr, sehr, sehr gering. Wovon reden wir? Wir reden von unseren Reisevlogs, wenn wir das als große Serie machen. Schottland, insgesamt 13 Folgen. Ihr habt jetzt Folge 9 gesehen, die, obwohl das was ganz Besonderes war, Polarlichter am Dunnetat, also allein die Polarlichter zu sehen, und das in Rot, hat das bei euch absolut null Interesse geweckt. Oder, anders gesagt, also klar, Abonnenten von uns sozusagen schauen dieses Video nicht. Die sind vielleicht für was anderes interessiert. Das ist das eine. Und das zweite ist dann das Problem, YouTube zeigt es auch gar nicht mehr. Das heißt, wenn sowieso Abonnenten nicht gucken, weil sie sagen, nee, ist jetzt nicht so mein Thema, dann wird es auch nicht weiter vorgeschlagen. Das heißt, es macht dann auch keinen Sinn, für andere weiter das zu machen. Also Nicht-Abonnenten sozusagen, die dann vielleicht auch mal auf den Kanal finden oder sowas. Genau, also das ist so ein Zeichen, wo wir einfach sagen, es ist extrem frustrierend, also für euch, damit ihr das mal darlegt. Wir filmen diese ganzen Filmszenen, das sind je nachdem 3 Stunden. Genau, ich wollte gerade sagen, du hast das so ein bisschen zusammengestellt, was das für einen zeitlichen Aufwand betrifft. Ja, aber das hab ich im Kopf. Genau. Wie gesagt, 3 Stunden so das reine Filmen. Dann kommt natürlich das Sichern dazu, dann kommt das Sichten dazu, dann gibt es eine Vorprogramm. Sortierung machst du dann, ne? Die Vorsortierung, dann entsprechend die ganzen Sachen, die Stefan verarbeiten muss, weil für euch, das ist immer dieser Reisevlog, ist immer eine Gemeinschaftsproduktion. Ja. Das ist immer, wir beide zusammen erstellen dieses Video. Genau. Stefan bekommt wirklich diese ganzen Sachen, die ich sagen kann, das möchte ich alles sehen. Und dann muss Stefan auch nochmal eine Auswahl treffen, weil es ist natürlich nicht alles, was wir reinnehmen können, weil sonst wird es einfach zu viel. Und ich kümmere mich halt darum, dass so bewegte Szenen, also bewegte Videos, dann Fotos und halt auch Drohnenaufnahmen, dass das zusammengeschnitten wird, dass das zusammen harmoniert, dass das, wie soll ich sagen, im Prinzip ein Take ergibt dann sozusagen. Und dann mache ich Musikauswahl, was passt dazu. Und das ist auch eine Menge Arbeit, weil man immer wieder gucken muss. Ich versuche halt auch neue Songs dann rauszuholen und nicht immer wieder nur gleiche. Klar, wiederholt sich das auch mal. Du auch, genau, richtig. Also Marcel sucht auch mal was raus, aber das Hauptsächliche suche ich tatsächlich schon selber raus.
Und dann schneide ich das zusammen. Das sind auch nochmal 2 Stunden fast pro Video. Also mal geht es ein bisschen schneller, mal ist es ein bisschen weniger. Das hängt natürlich von den Szenen ab. Aber wenn man so 6 Szenen hat oder sowas, dann ist man schnell mal 2 Stunden beschäftigt. Genau. Dann kommt wieder, wenn Stefan fertig ist, dann gehe ich ja wieder dran, das alles fertig zu machen. Dann kommen die ganzen Informationen rein, die euch hoffentlich interessieren. Wie gesagt, wir haben viele Easter Eggs sogar in der Schottlandreise versteckt. Ja. Also wenn man mal genau hinliest, also sprichwörtlich kann man sagen, A, Easter Eggs und B, richtig, dieses sprichwörtlichen Easter Eggs, wo immer was Besonderes so drin ist, für euch reingemacht, damit ihr auch vielleicht ein bisschen Spaß an den Videos habt. Plus die Informationen, die wir euch einfach liefern wollen. Aber es macht halt auch Arbeit, ne? Genau, auch das ist Arbeit. Und dann natürlich dieses Hochstellen, Hochladen. Roundabout sind wir zwischen, für jeden Reiseflug zwischen 8 bis 10 Stunden damit beschäftigt. Und das eigentlich, wo wir Urlaub machen wollen. Genau. Und wir machen das gerne, wir haben es immer gerne gemacht. Aber wenn am Schluss, wie jetzt beim letzten Teil, 200, 300, 400 Aufrufe nur sind, dann hilft uns das nicht. Und wir haben keine großen Erwartungen. Nein. Wir haben immer so, ja, ihr wisst, wir sind ungefähr bei 6000 Abonnenten. Und ja, wir hätten schon... Also ein gewisser Teil sollte natürlich schon relativ zeitnah gucken, weil sonst macht das keinen Sinn. Also wir brauchen den sehr zeitnah, aber wichtig ist, der Plan ist immer so, in einer Woche die 1000 Aufrufe. Wir wollen keine 6000 Aufrufe, wir wollen keine 10. Darum geht's nicht. Aber wenn wir diese 1000 Aufrufe haben, dann ist das so Das haben wir ja bei technischen Sachen und so weiter, bei, keine Ahnung, Fahrzeugvorstellung und so weiter. Wenn wir was ganz Schlechtes berichten. Ja, genau. Da ist halt mehr Interaktion und das interessiert halt mehr, also muss man sich mehr in die Richtung organisieren. Aber es gibt auch viele, die sagen, Mensch, wir hätten gerne, aber auch diese Reiseflogs, die sind so toll. Ja, wenn sie so toll sind, sie werden nur leider nicht geguckt. Also macht das für uns keinen Sinn. Das muss man halt so sagen. Und eins will ich auch nochmal dazu sagen. In dem Fall, wir machen Videos für uns, definitiv, um auch für uns eine Urlaubserinnerung zu haben. Aber wir müssten das nicht so extrem machen für uns. Weil da haben wir auch gesagt, dann machen wir keine Serie, dann machen wir ein Video über eine 3 Wochen Reise. Fertig ist die Kiste. Für uns reicht das aus. Da sind für uns alle Szenen drin. Alles, was wir gesehen haben, wird es vielleicht ein bisschen länger, shit egal, aber das wird dann die Folge, wenn dann sein. Genau. Oder wird die Folge sein. Weil wir definitiv, und das ist das Kürzeste, wir werden so eine Reiseserie nicht mehr machen. Wir haben noch immer mal, wenn wir 2-3 Wochen Urlaub haben, werden wir das so nicht machen, bis sich der Trend wieder dahin stellt, wo es sich lohnt. Also ich sage nie, nie, weil das soll man nicht machen, aber zum aktuellen Zeitpunkt nicht. Wieso, weshalb, warum, wie gerade so die Zahlen sind, wie gesagt, darüber sollten wir gleich nochmal sprechen, wenn wir wenigstens einmal die Kameraperspektive das wechseln. Machen wir jetzt. Mal knallharte Fakten an den Tag gelegt, haben wir jetzt angeguckt, wie viele Aufrufe unsere Videos hatten. Das ist der Stand 2.6. mittags für euch. Alles, was darüber hinaus ist, können wir jetzt nicht mehr nachvollziehen, weil irgendwann wollten wir dieses Video ja für euch drehen, damit ihr mal Sachstände habt. Wir haben durchschnittlich bei jedem Video von den Reiseflog von Schottland gerade mal 659 Aufrufe. Das haben wir dadurch, dass die Anreise sehr gut lief, aber wir haben Glenfinnan, Ness Point, Fairy Glen, selbst dieser Polarlichter, die laufen ferner, liefen. Das heißt, normalerweise werden die bei knapp vielleicht 450 Aufrufen. Und wenn man sich anguckt, die Ostertour, die haben im Schnitt 1100 Leute angeguckt. Das waren 4 Folgen, das war relativ kurz. Haben wir gesagt, super, da freuen wir uns. Weil wie gesagt, wir sagen nicht 6000, wir sagen nicht 10.000. 1000 in einer Woche, das ist so ein gutes Gefühl, was man dann da hat, wo man sagen kann, man hat Leute damit erreicht. Der Jahrestag bei den Hanlovens, 1500 Aufrufe. Also das heißt, also es scheint ja zu funktionieren, aber Schottland, entweder hat es euch partout nicht interessiert, weil zu viele Leute gleichzeitig da waren. Vielleicht war es auch so, ja klar, war es Urlaubszeit, das wissen wir auch. Allerdings würde sich ja danach theoretisch dann doch nochmal was drehen. Das hat sich halt nicht und das muss man halt sagen, also zumindest von den Abonnenten, das muss man halt auch ganz klar sagen. Und ich glaube auch, dass YouTube da im Moment gerade Probleme macht, sage ich mal, weil wir beobachten das bei anderen YouTubern definitiv auch, dass die weniger Aufrufe haben. Aber es muss man halt sagen, die sind ein bisschen größer, wir sind definitiv kleiner und bei uns muss es sich dann trotzdem noch irgendwo rentieren. Und wenn es dann das gar nicht mehr macht, ist es halt
deprimierend. Es ist einfach deprimierend. Deshalb scheiße, wenn es keinen Spaß mehr macht, dann sollte man aufhören. Aber wir hören nicht ganz auf, sondern wir machen natürlich weiter, aber... Diese Reise, wir werden mit mehreren Folgen. Genau, wir werden unseren Urlaub einfach mehr genießen. Jetzt können wir natürlich froh, jetzt könntet ihr froh sein. Naja, die haben ihren ganzen Urlaub auch verballert. Wir können nur noch Wochenende machen. Ja. Aber auch da schauen wir, weil... Pi mal Daumen, gewisse Sachen funktionieren nicht. Da sagen wir, das ist Lehrgeld. Wir wissen auch, dass die Buggies kommen, Büsenstudie. Das ist wirklich, da machen wir das für euch, die Community, die einfach Spaß daran hat. Das werden wir auch machen. Und wir werden auch die Reisevlogs nicht völlig aufgeben, weil wir wissen, dass ihr daran Spaß habt, dass ihr das gerne seht. Aber so einen Aufwand zu betreiben, macht keinen Sinn. Welche Alternativen hätte ich sonst? Ich könnte natürlich, und das für euch, sind wir ehrlich, wir haben das ausgetestet, wir haben das mal geprüft. Ja, aber nur bei einem Video oder sowas, genau, mehr nicht. Um einfach mal zu schauen, wie das funktioniert. Man kann bei YouTube Werbung selber schalten, indem man ein Videoclip, ja, und tatsächlich, da läuft ein bisschen was an, das kann ich sehen. Wir waren bei knappen 500, am Schluss kamen ungefähr 300 Views dazu. Kostet aber 10 Euro. Würde uns 10 Euro genau kosten. Und sorry, aber bezahlen für ein Video, damit es geguckt wird? Nein. Das machen wir nicht. Ich könnte mir Views kaufen für sage und schreibe, glaube, was habe ich im Internet gefunden? 500 Views, also deutsche Views für circa 7 Euro. Ja, was habe ich davon? Ja, die Zahlen steigen. Damit könnte es vielleicht bei YouTube weiterhin irgendwie im Algorithmus landen, damit es vielleicht bei euch angezeigt wird. Weiß man aber auch nicht so genau, weil die ja nicht im Prinzip bei YouTube die YouTube-Suche nutzen. Ne? Also genau. Das ist vielleicht dann auch wieder, weil wenn du YouTube-Suche nutzt, musst du auch relativ weit oben auftauchen. Tun wir nicht. Genau, also beziehungsweise du hast einfach die Herausforderung, das sind natürlich, oder das weiß ich, das sind 30 Sekunden-Klicks. Das heißt, und es wird auch, die klicken ja nicht weiter. Das heißt, unser Kanal ist für YouTube dann weiterhin uninteressant. Und auf Dauer machst du dir das damit auch kaputt. Du machst alles kaputt. Also das macht keinen Sinn. Es lohnt sich nicht, Views zu kaufen. Es lohnt sich nicht, Werbung zu schalten. Nicht für uns, weil im Endeffekt müsste ich ja für jedes Video, das sind 8 Videos, gefühlt Sachen investieren, 75 Euro eigentlich investieren. Hm. Entschuldigung, da gebe ich... wir geben schon sehr viel Geld für die Kamera-Equipment aus, aber jetzt, damit ihr die Videos sehen könnt, nein, das ist einfach, das macht keinen Sinn. Und eine andere Variante haben wir natürlich auch, dass wir richtig reißerisch werden. Also das heißt, Clickbait-mäßig ordentlich unterwegs sind. Also Clickbait, wo immer irgendeine Katastrophe passiert, das ist wichtig, weil das funktioniert definitiv. Genau. Aber das ist nicht unser Ansehen, das wollen wir nicht. Das lehnen wir ab, sorry. Und dann sagen wir lieber, wir machen die Videos nicht. Genau, weil wir machen klare Titel. Das mit der Abzocke, mit diesem, bei dem Wasserfall. Habe ich ja auch im Video so gesagt. Also mir ist das halt da in dem Moment so eingefallen. Fand ich auch passend. Es ist Abzocke einfach, was da passiert. Und das werden wir auch weiterhin machen. Aber es soll nicht sein, weil ihr könnt euch sicher sein, in jedem Video haben wir etwas gefunden, da hätten wir extrem reißerisch sein können. Also das ist gar nicht unser Ziel. Wir wollen ja animieren, das Land zu genießen. Und ja, es kommt leider nicht so zustande. Wir scheinen nicht da das Interesse zu haben. Und das ist für uns eine Quintessenz. Wie gesagt, wenn es keinen Spaß macht, hören wir damit auf. Ja, es ist auch zu viel Zeit, wie die dafür drauf geht. Sonst würden wir es gerne machen, aber für ein bisschen macht es einfach keinen Sinn. Aber keiner sagt ja, dass das Spaß kann immer wiederkommen. Und wenn der Spaß wiederkommt, sind wir gerne bereit, weil wir haben tolle Ideen noch an Reise-Vlogs, aber so erstmal nicht. Richtig. Ja, ich glaube, einmal im Jahr das große Mimimi gehört fast dazu. Macht doch eigentlich jeder. Das gehört dazu. Wir wollen einfach so ehrlich sein, damit man die Gefühlswelt einfach... Das kommt jetzt auch einfach dazwischen. Es geht weiter und das werden wir machen. Wir sind nicht RTL. Wir sind nicht Sat.1. Wir bringen das bis zum Schluss, zu Ende. Feierabend. Das machen wir auch und... wir wollen euch halt darüber informieren und das ist das, warum dieses Video überhaupt entstanden ist, damit ihr darüber informiert seid und nicht euch wundert. Ja, weil ihr wisst es normalerweise, also wir müssten sagen, wir müssten sofort aufhören. Wir dürften eigentlich diese ganzen Videos nicht mehr veröffentlichen, weil sie theoretisch gefühlt unseren Kanal runterziehen, ruinieren. Und trotzdem sagen wir, weil ihr verpasst sonst noch einige schöne Sachen und die wollen wir euch einfach zeigen. Und deshalb werden wir durchziehen. Donnerstag, aber also samstags kommen halt diese Videos.
Weil Dienstag und Samstag waren diese Standardtage. Wir haben auch da rumprobiert. Das hat auch nichts gebracht. Das hat auch nicht so funktioniert. Auch nicht nach den Daten, die YouTube sagt, da gucken doch eure Zuschauer. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Deshalb, wir bleiben bei Standard Dienstag und Samstag. Dienstag, wie gesagt, wir legen bald los mit Buggys Kombüsenstudio. Mhm. Müssen aber erst noch was drehen. Weil haben wir noch nicht gemacht. Weil Stefan hat ein bisschen Kilos abgenommen. Das heißt, wir können jetzt wieder kochen. Oh je. Und da kommt auf jeden Fall was. Und auch Fahrzeugvorstellungen, weil wir auch da noch einiges haben. Der da, interessante Themen, kommen da noch, leider Gottes. Mhm. Und deshalb auch das Camper-Update, Messe-Update, geht bald alles los. Wir machen da weiter, da haben wir Bock zu. Und es kommt auch Wochenend-Reisevlogs, dann haben wir auch schöne Sachen. Es geht da weiter. Aber wir wollten einfach mit euch mal drüber sprechen. Die Gefühlslage, es muss mal raus. Ja. Und genau. Jetzt ist aber auch gut. Und ich hoffe, ihr habt die Therapie mit uns gemeinsam genossen. Bleibt uns deshalb gewogen. Stefan, da brauchst du ja nicht mehr wiegen, das hat er jetzt gemacht. Und dann würde ich sagen, seht ihr am kommenden Samstag ein richtig geiles Video, warum die Ostküste sich in Schottland lohnt. Empfehlen wir euch echt. Und das seht ihr aber nur, wenn ihr was macht, uns gewogen bleibt und uns dann abonniert. Genau, die Glocke drückt, damit ihr auch wisst, wann das Video rauskommt. Genau, und kriegt ihr sofort die Info. Kommentiert bitte, ganz wichtig. Und Daumen rauf. Kommentieren, rauf. Mhm. Und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Mensch, habe ich mir vielleicht gibt es wieder Ärger mit Dion, dass ich so viel lange gelabert habe. Tschüss. Ciao, ciao.